Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C-Sharp programmieren wir. Heute wollen wir uns eine Schleife ansehen, eine exemplarische Schleife. Und zwar haben wir unser Programmchen hier, gell, unser Rechenprogramm. Und dieses Rechenprogramm, das möchte ich jetzt so ändern, dass es immer wieder durchläuft. Immer wieder durchläuft. So lange, bis ich Escape drücke. Escape. Gut. Wie mache ich so eine Schleife? Eine mögliche Schleife ist die Do-While-Schleife. Ja, also ich fange an mit Do. Ja, und dann, das ist der Schleifenkörper. Ja, und dann schreibe ich While. Und da drinnen ist eine Bedingung. Also das heißt, mach irgendwas, solange diese Bedingung wahr ist. Ja, gut. Und was ich mache genau das da. Also genau das, was wir bis jetzt immer gemacht haben. Steuerung X, Steuerung V, Copy und Paste ist unser Freund, mache ich jetzt. Und zwar wie lange? Ja, so lange, bis das Operation Escape ist. Ja, was ist jetzt Escape? Ja, ist gleich. Escape-Sequenz, ja, hexadezimal 1b. Das ist das Escape-Zeichen. Ja. Escape-Sequenz, Hexcode 1b ist die Escape-Taste. Jetzt wird es da oben nur dazufügen, entsprechend. Ja. Also Escape beenden. Und dann werde ich da nur eine schreiben, a Default. Weil was mir nicht gefällt, ist, dass wir nur gar nichts ausgeben, wirklich. Ja? Sondern dass wir sagen, pass auf, da schreibe ich jetzt unbekannte Option. Null. Und da schreibe ich convert.toByte Operation. Das ist gut. Ja? Also wenn ich etwas, wenn nicht Plus und Minus eingegeben wurde, ja, dann muss ich natürlich nur Case Escape X1B, woher weiß ich das? Das weiß ich, weil ich es gelernt habe. Und jetzt wisst ihr es ja. Okay? Jetzt wisst ihr es ja. Also ich habe das gelernt. Escape 1B. Da schreibe ich Rechner wird beendet. Bitte eine Taste drücken. Passt. Ja. Passt. Ja. Jetzt läuft das praktisch in der Schleife. Ja. Schauen wir uns das an, ob das hier wirklich so ist, wie ich mir das vorstelle. Bitte um die erste Zahl 12, bitte um die zweite Zahl 14. Plus. Passt. Na, ist nicht so, wie man das vorstelle. Ja. Warum denn nicht? Schauen wir, macht es so lange, wie das. Aha, das ist natürlich Rufzeichen. Gleich müssen wir machen, solange das nicht Escape ist. So lange müssen wir das wiederholen. So funktioniert ja nämlich das. Gell? So funktioniert ja nämlich diese Variante, dass man sagt, okay, Operation nicht gleich. Also du irgendwas, schaut, was ganz nett ist in Visual Studio, ich kann das zusammenkloppen, ja, dann ist die ganze Schleife praktisch kleiner, ja, und dann können wir das auf einmal da, du das, was da drin steht, solange nicht Escape gedruckt worden ist. Passt. Schauen wir uns das jetzt an. Jetzt sollte es ja hoffentlich besser klappen, 12 und 14 plus,
ich addiere und erhalte. Ja, bitte um die erste Zahl. Haha, ist schon wieder da. Ja, also wir sind tatsächlich in der Schleife gewesen. 14 und 12 minus 2, passt. Und jetzt 12, 13 und jetzt drücke ich aber Escape. Zack. Rechner wird beendet, bitte eine Taste drücken. Passt. Ich meine, fesch ist nicht, dass da jetzt nur steht Rechnung 12, 3 ist gleich 2 und so weiter. Da sollten wir noch etwas tun. Sollten wir noch etwas tun, dass wir das hier nur ausgeben, wenn wir da drin wirklich eine Operation gemacht haben. Okay? Das war vielleicht nicht schlecht gewesen, wenn wir das entsprechend gewählt hätten. Aber naja. Eigentlich geht es um die Schleifen. Die Du-Wahl-Schleife haben wir jetzt einmal kennengelernt. Das werde ich das nächste Mal auf einen Zettel nochmal zusammenfassen, dass wir das erkennen. Okay? Das muss auf ein Ziel haben. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.